Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Es ist wieder Zeit für endlich Wochenende und diesmal recht pünktlich, denn ich hoffe, das geht jetzt am 1. November Wochenende hoch. Mein Rückblick zum Monat Oktober und da war einiges los. Es war natürlich die Spiel, viel wurde gespielt auf der Spiel von euch und von mir auch. Da werde ich aber jetzt nicht nochmal in diesem Video drauf eingehen. Da habe ich zwei Videos gemacht zu dem, was ich mitgebracht habe. Und dabei auch so ein bisschen erzählt, was ich gespielt habe. Und dann habe ich ja auch noch ein Video jetzt gemacht rund um die Crowdfunding-Spiele, die ich dort gespielt habe, also Prototypen etc. Also wenn euch das interessiert, ich verlinke die euch hier oben, dann könnt ihr direkt dorthin springen. Die gibt's hier. Aber nicht. So, was ist noch wichtig für diesen Monat? Ja, ein Weihnachtsspecial wird es auf jeden Fall geben. Das heißt, so ein Video, wo es darum gehen wird, was ich empfehle an Spielen, wenn man was verschenken will. Dabei möchte ich so handhaben, also zum einen natürlich Dinge, die verfügbar sind. Ihr habt in letzter Zeit ja auch ein paar Spiele gehabt, die noch nicht oder allgemein schwierig zu bekommen sind. Das wird bei den Weihnachtsspielen natürlich nicht der Fall sein. Gut, wenn es dann ausverkauft ist, weil viele Leute sich das holen. Gut, da kann ich ja nichts für, aber zumindest in dem Moment, wo ich das Video erstelle, achte ich drauf, dass alle Spiele auch verfügbar sind. Und ich möchte nicht nur immer diesen Neuheiten-Hype machen. Es sind viele coole neue Titel rausgekommen, aber es gibt auch viele sehr geile Spiele da draußen, die es schon länger gibt. Und genau, die sollen genauso honoriert werden. Das heißt, es wird ein Mix aus alten und neuen Spielen sein. So nach ein bisschen nach Kategorien könnt ihr euch drauf freuen. Ich denke mal, so in zwei Wochen oder so wird das Ding online gehen. Ja, was ist noch wichtig, vielleicht für die Zukunft noch, KoboCon steht ja für nächstes Jahr an, das Banner seht ihr, ich weiß, für Handys ist es noch nicht so optimiert, aber zumindest, wenn ihr es am Computer anguckt, seht ihr das Banner sehr gut, 28. und 29.04.2023, dazu wird es noch mehr Informationen geben, Anfang Dezember, unter anderem, wer dort kommen wird, an anderen Leuten, die man kennen kann, aber der Kern der Messe soll natürlich das Spielen nach wie vor bleiben. Genau, was ist noch wichtig? Nächstes, also ich habe eigentlich angekündigt, für Weihnachten eine Verlosung zu machen, beziehungsweise für meine Patreons so eine Giveaway-Aktion. Das habe ich jetzt ein bisschen verschoben, weil zur Weihnachtszeit bei mir ist viel Stress, bei euch wird viel Stress sein. Da gibt es Leute wie Ben vom Brettspielblog, der macht diesen Adventskalender schon seit vielen Jahren. Richtig coole Aktionen. Viele andere machen auch was. Das ist einfach dann zu viel und das geht auch ein bisschen unter, was ich schade finde dann. Ich habe Spiele organisiert, beziehungsweise bin dabei, sie noch zu organisieren, hinter denen ich allen stehe, die ich alle gut finde. Manchmal habe ich das Gefühl, Resterampe bei vielen dieser Gewinnspiele, das Gefühl soll bei mir nicht aufkommen. Da achte ich sehr stark drauf, dass es wirklich schöne Spiele sind, die ich guten Gewissens an euch weitergeben kann. Das wird es aber dann im Februar geben, nämlich zum Kanalgeburtstag. Dann ist das so ein bisschen losgelöst davon. Genau, es wird Verlosungen geben zu spielen, aber vorab, und vielleicht ist das für einen oder anderen für euch interessant und nochmal so ein Punkt, über die Schwelle zu springen, zu sagen, man wird Patreon. Nämlich die Patreons haben die Chance, als erstes an Spiele zu kommen, die ich teilweise als Rätsel-Exemplare habe. Ich habe auch ein paar OVP-Sachen, einfach mal ein paar zu nennen. Wilde Serengeti, Roll Camera, Pandemic, Star Wars, Spaceship Unity, also so eine Sachen wird es geben, unter anderem auch bei der Verlosung, aber als erstes sind die Patreons dran und da ist es so, wer am längsten Patreon ist, der darf sich als erstes ein Spiel aus diesem ganzen Pool aussuchen. Da werden hoffentlich noch ein paar Sachen dazukommen von anderen Verlagen, das sind so Sachen, die ich jetzt bereits hier habe. Einige meiner Rezi-Exemplare gebe ich auch mit raus. Und Time Stories zum Beispiel habe ich auch mit dabei. Kein Rätsel-Exemplar, ein altes Exemplar von mir. Wer da mal Bock drauf hat, das zu bekommen. Das ist meine Art, dann halt mal Danke zu sagen an die ganzen Patreons. Und in der Folge drauf wird es dann aber natürlich ein Gewinnspiel geben, wo alle mitmachen können. Auch die Leute, die kein Kanal-Unterstützer sind. Genau, ja. Das als Ankündigung, denn vielleicht will der eine oder andere wissen und sagen, oh, wer möglichst jetzt vielleicht am Patreon werden. Aktuell habe ich 7 Stück. Das heißt, die Liste der Leute, die davor dran sind, ist noch überschaubar. Ja, ich denke, also war so meine Überlegung, dass das eine ganz coole Idee ist, den Leuten für den Support, den sie einem geben, den finanziellen Support, nicht nur den moralischen, den ich ja von ganz vielen von euch bekomme, auch ein bisschen was zurückzugeben. Ja, deshalb diese Ankündigung. Gut, legen wir los. Ich habe super viele neu angekommene Sachen. Eine Sache seht ihr hier oben, wenn ihr diese Videos, die ich jetzt noch nicht so lange hier mit diesem Setting aufnehme, aber schon öfter gesehen habt, dann wisst ihr eigentlich, stand dort immer Gloomhaven und auch Mage Knight Ultimate Edition. Die muss jetzt gehen, einfach weil mein Kumpel Heiko hat sie. Sie nimmt super viel Platz weg und ich habe sie noch nie gespielt. Ich habe Mage Knight schon gespielt vor der Ultimate Edition, aber sie steht hier und sie staubt ein und ja, die geht jetzt einfach und die wird verkauft.
Assassin's Creed habe ich mir eine Kickstarter-Edition geholt zu einem sehr fairen Preis, fast 1:1 der Pledge, der es damals war, mit der Rome-Erweiterung, habe dann sozusagen auch den Turm. Das reicht mir auch vollkommen aus, diese moderneren Settings sind nicht so meins. Freue ich mich drauf, soll auch bald angegangen werden, aber aktuell haben wir noch Robin Hood dazu als Kampagnenspiel, dazu kommt aber später mehr. Dann ein Kickstarter, wenn ich nicht durch aus Deutschland, nämlich Night Tale, heißt es Night Tale oder Night Tales sogar. Liegt hier unten, ich blende euch das mit ein. Auch diesen Monat wird das mit den Fotos nicht so viel sein. Bitte entschuldigt das, einfach viel zu tun. Das wird sich hoffentlich bald wieder ein bisschen besser. Also Night Tales, großer Kickstarter gewesen. Also ich habe den All-In hier, bis auf die Spielmatte, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht, ob die da mit drin ist. Die eine Box, die Erweiterungsbox, fühlt sich ziemlich leer an. Ich hoffe, die ist nicht total unnötig riesengroß. Mal gucken, wann ich dazu komme, das auf den Tisch zu bringen. Anderes Spiel kann ich euch gleich mal hochhalten, weil es liegt hier gerade an der Kante. Zombicide, Undead or Alive, der neueste Reihe der Zombicide-Reihe. Und ihr wisst, ich bin ja durch die Ereignisse des letzten Jahres, vor allem die persönlichen Ereignisse mit der Spielmatte, mit Cool Mini or Not zurzeit ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Und trotzdem freue ich mich auf das Spiel und trotzdem überlege ich, und das sagt viel über das Spiel aus, gerade aktuell bei Death May Die einzusteigen. Aktuell ist die Tendenz aber eher, es nicht zu machen, weil einfach, ich glaube, die Grundbox reicht im Grunde schon, um so häufig Spaß mit dem Spiel zu haben. Ich bin nun mal zum einen natürlich durch die Arbeit als Content Creator, aber zum anderen auch so als Typ bin ich eigentlich jemand, der sehr gerne immer wieder neue Dinge ausprobiert. Das heißt, es gibt nicht viele Spiele bei mir, die super häufig immer wieder auf den Tisch kommen. Ich merke, es sind vor allem Spiele, aber das wäre vielleicht mal ein Part für ein eigenes Video, die eine einfache Zugänglichkeit, wo ich mir die Regeln gut merken kann. Also ein Sword and Sorcery mag ich, aber von der Zugänglichkeit her so eine Sache mit diesen ganzen kleinen Regeln, die man dort beachten muss. Also Zombicide, neueste Thema im Western. Ich habe bisher sehr viel Positives von gehört. Im englischsprachigen Bereich, wo ich mich so umgeguckt habe. Und ja, wie so oft hier Kickstarter sind. Ich habe alles da, wollte aber wahrscheinlich einen Großteil auch weiterverkaufen, weil ich es einfach nicht selber alles spielen kann und brauche. Aber will ich mir mal angucken. Die Frage ist immer nur, wann. Dann kam Block by Block, da hatte ich so eine Mini-Sammelbestellung organisiert mit 6 Spielen. Einer meldet sich nicht, wenn jemand noch Block by Block haben möchte, kann sich einfach mal melden. So ein Spiel, wo es dann so ein bisschen um Straßenschlachten geht oder so, aber auf einem interessanten Grafikdesign-Level und so. Ich hoffe, dass ich bald dazu komme, es zu spielen. Habe auf jeden Fall große Lust drauf. Und ich glaube, dass es vom Regelwerk nicht zurück ist, ohne dass ich die Box schon geöffnet habe. So, dann habe ich ein paar Rezi-Exemplare noch bekommen, so als Nachzug von der Spiel. Zum einen, worauf ich mich sehr freue, nämlich Tote frieren nicht. Ja, ich halte es mal so, dass es nicht ganz so doll blendet. Von Hidden Games, vertrieben von Pegasus. Und das ist ein Krimi-Dinner. Und die beiden Entwickler von Hidden Games haben mir erzählt, das Besondere ist, und deshalb ist es auch hier, es ist ein kooperatives Krimi-Dinner. Es ist zwar so, dass einer von uns der Täter ist, aber er weiß es halt nicht. Also hier kooperativ, niemand kennt den Täter. Was ich auch besonders toll dran finde, ist 4 bis 6 Personen. Wir haben früher, ich glaube, so wie alles gespielt von dieser Krimi-Total-Reihe, die ich total klasse finde. Aber die Realität einer jungen Familie, vielleicht geht es vielen von euch auch so, ist, dass ich ganz schwierig zuverlässig 8 Leute an den Tisch bekomme, um so ein Krimi-Dinner zu spielen. Das ist ein bisschen ein Problem und deshalb freue ich mich drauf. 4 bis 6, das ist eine Zahl, die kriegt man hin. 2,5 bis 3,5 Stunden, wenn man es mit Essen spielt. 1,5 bis 2,5 Stunden ohne Essen, aber wir spielen das natürlich mit Essen. Mal gucken, vielleicht ein Ding für Silvester. Wir haben immer die Krimi-Total-Dinger zu Silvester gespielt. Jetzt, wo jeder Kinder hat, ist es mit Silvester immer so eine Sache. Unsere Tochter hat auch noch Silvester Geburtstag. Also wird nicht langweilig. Und dann habe ich das allererste Mal, weil die Jungs es mir so empfohlen haben, einen Brettspiel-Adventskalender. Und zwar den von Hidden Games auch. Meiner ist ein bisschen eingedellt durch den Versand. Hat Pegasus nicht ganz so toll verpackt. Ist ein Rätsel-Exemplar, daher nicht so dramatisch. Den werde ich jetzt nächste Woche anfangen, um ihn logischerweise vor Weihnachten zu spielen, um euch zu sagen, ob sich das lohnt. Sagt mein allererster Brettspielkalender. Ich weiß, es gibt auch welche von Cosmos und könnt auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch andere Anbieter kennt und die empfehlen könnt als Adventskalender. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall einiges drin. Es wackelt schön hin und her. So, dann von meinen sehr geschätzten Kollegen von dem Moses Verlag.
habe ich den neuesten Teil der Quizscape-Reihe bekommen. Und der zweite Teil hat mir sehr gut gefallen. Den ersten Teil habe ich leider immer noch nicht gespielt. Der liegt hier schon rum, aber noch nicht gespielt. Ich glaube, er liegt hier noch rum. Oder hast du ihn, Hanna? Jedenfalls von meiner Schülerin Hanna wollte ich den, oder habe ich den, glaube ich, ausgeliehen. Er liegt dann unten bei der anderen Quizscape-Spielen. Ja, Zeitreiseagentur. Ihr habt hier drei Fälle drin, die immer mehr oder minder miteinander verbunden sind. Diesmal haben wir als Thema Jules Verne, die Azteken und die goldenen 20er. Schwierigkeitsgrad Mittel. Ja, ich versuche es bei Zeiten auf den Tisch zu bekommen. Spätestens Weihnachten, weiß nämlich, da sind meine Brüder da. Und denen hat das beim letzten Mal sehr gefallen gehabt. Da haben wir an einem Abend alle drei Missionen durchgespielt gehabt. Ich fand es ein cooler Mix aus Geschichte, sage ich als Geschichtslehrer, und Quizspiel. So, was kam noch? Hexplorer, Valley of the Dead King, die Hexplorer-Reihe. Ich glaube, ich hatte jetzt mittlerweile vier Teile. Beim letzten Crowdfunding-Projekt bei Gamefound habe ich mitgemacht und habe mir mal den allerersten Teil geholt. Wahnsinniger Klopper. Also gar nicht so riesig, aber super schwer. Auch das Story-Kampagnenbuch habe ich mit dazu geholt. Ja, kann ich noch nicht so viel zu sagen, möchte es aber gerne mal ausprobieren. Dann bei einer Sammelbestellung, ich habe das jetzt hier aufgeschrieben, weil ich gar nicht weiß, ob ich dazu mal was gesagt habe. Land of the Gerseer. Ja, war bei einer Sammelbestellung, habe ich dort mitgemacht. Und kam vor längerer Zeit, ich glaube, das kam sogar schon im August oder September an, aber ich bin der Meinung, vielleicht bin ich auch einfach vergesslich, hätte auch einfach der Vorleit halber mal in die alten Videos reingucken, dass ich noch nicht drüber gesprochen habe. Deshalb wollte ich euch sagen, das ist auch bei mir angekommen. Ja, mal schauen. Und dann ein Titel, dem bin ich aufmerksam geworden über eine Kleinanzeige, nämlich Escape from 100 Million BC von Wilson. Etablierter Entwickler, den ich immer, also der viele Spiele gemacht hat, die ich sehr mag. Und deshalb war ich mal interessiert, habe es dann bei Boardgamegeek, glaube ich, für 30 Euro OVP mir jetzt geholt. Steht hinten im Schrank, auch super schwer. So Dino-Setting finde ich immer witzig. Habe ich noch gar nichts von gehört. Bewertung war, glaube ich, um die 7,0, 7,1, was nicht schlechtes sein muss, wenn ich überlege, einer meiner Lieblingsspiele, Flashpoint, dümpelt bei 7,2 rum, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn ich das vergleiche, vor allem mit anderen Titeln, die teilweise 8er-Wertungen haben, aber das ist wie mit IMDb. Manche Sachen versteht man manchmal nicht so richtig. Gut, das sind alles die Sachen, die neu angekommen sind, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Also wirklich einiges an Platz, was ich hier auch wieder aufbringen muss. Deshalb muss auch einfach einiges irgendwann gehen. Was habe ich gespielt? Also jetzt außerhalb von der Spielsachen, die ich aber natürlich das erste Mal auf dem Spiel auch gespielt habe, nämlich zum Beispiel Dorfromantik. Das Video geht ja richtig ab. Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp 2.500, die das Video geguckt haben und einige neue Abonnenten sind dazu gekommen. Also hier an der Stelle nochmal herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr jetzt auch mit hier dabei seid. Ich bin ja ein großer Fan des Computerspiels, das habe ich in dem Video ja auch schon gesagt. Und das Computerspiel habe ich auch aufgrund dessen mal wieder rausgeholt gehabt und ein bisschen Landschaften gebaut und hat auch wieder viel Spaß gemacht. Das Brettspiel schafft es tatsächlich gut, dieses Gefühl zu holen. Und es macht richtig Spaß. Ja, also vor allem dieses clevere System, die haben sich ja was dabei gedacht. Der Michael Palm ist ja auch ein erfahrener Entwickler. Und dann auch die Zwerge, wenn ich mich nicht täusche von ihm, als Portation von einer bekannten Franchise. Und ja, Familienspiel steht drauf und es ist auch ein Familienspiel. Die Frage, die man sich halt stellen muss, will man das kooperativ spielen? Ne? Weil man zieht halt mal einen Teil und das muss man halt anlegen. Desto weiter man spielt, ich will jetzt nicht spoilern, aber desto mehr Aufgaben kommen, desto mehr Dinge kann man im Auge behalten. Und das macht schon Spaß, aber man muss die richtige Gruppe für haben. Also Gruppen mit Alpha-Spieler-Anfälligkeit können hier passen, ja, und sagen, ihr das spielt vielleicht für euch solo, aber zusammen braucht ihr das dann halt nicht spielen, weil es halt immer nur ein Plättchen ist. Es gibt keine Auswahl von mehreren Plättchen, die man irgendwie legen kann, sondern im Grunde genommen, ohne jetzt zu spoilern, eigentlich immer ein Plättchen. Und mir macht das Spaß, macht Spaß, durch diese Errungenschaften durchzukommen, zu sehen, was alles noch dazukommt. Man hat sich auch ein paar neue Sachen ausgedacht, die nichts mit dem Computerspiel selbst zu tun haben, was ich auch sehr schön finde. Und ja, also von mir eine Empfehlung, wenn ihr Spiele, Legespiele, vor allem Familienspielniveau, unterer Kennerbereich, wenn man dann die ganzen Packs aufgemacht hat, aber ich würde eher sagen Familie, das ist halt das Schöne, das wächst ja mit der Familie auch mit und kann dann natürlich auch als Gateway-Game sehr gut funktionieren, um dann weiterzugehen noch. Und ja, also Dorfromantik ist eine schöne, gelungene Videospielumsetzung
Und wenn er was für Weihnachten sucht, ich hoffe, die Dinger kommen dann zu Weihnachten endlich auch in den großen Handel, dann kann ich sagen, auch ein gutes Geschenk. Guter Preispunkt mit 35 Euro mit verschiedenen Rabattcodes. Ihr kennt das ja, werdet ihr das unter 30 bekommen. Und das ist super fair für das Spiel, was ihr dort bekommt. Ja, Star Wars hat ein neues Spiel bekommen und diesmal ein Pandemic gewann, nämlich Clone Wars. Habe ich auch schon ein Video hier auf dem Kanal. Und mich hat das Spiel wirklich überrascht. Ich war nach Warcraft, was ich nicht schlecht fand, aber was mich halt auch nicht vom Hocker gehauen hat. Und was ich vor allem fand, was es nicht so wirklich geschafft hat, mir dieses Warcraft-Feeling zu geben. Obwohl ich hier sagen muss, ich habe nie World of Warcraft gespielt, sondern ich habe nur Warcraft 1, 2 und 3, die Strategiespiele, gespielt. Und ja, ich kenne die Geschichte mit dem Lichtkönig und natürlich auch mit Arthas etc. Aber ich habe mich da jetzt nicht so super wiedergefunden, obwohl ich eigentlich die Franchise schon mochte. Das war mir am Ende doch zu mechanisch. Und der Star Wars Ableger ist sehr weit, also für mich noch ein Stück weiter weggegangen vom normalen Pandemic, hat aber trotzdem gewisse Anleihen. Es ist, wenn ihr Pandemic mögt, der Pandemic-Teil mit dem höchsten Wiederspielreiz, weil ihr verschiedene Bösewichte habt, nämlich 4 Stück, die dort in der Grundbox drin sind. Und die spielen sich schon deutlich anders. Ihr reist halt in der Galaxie rum. Kooperativ finde ich auch charmant. Wir haben dieses Kartendeck an Squads und die können wir halt nicht nur in unserer Runde spielen, sondern auch bei unseren Mitspielern. Und es bleibt dabei aber immer einfach. Also regeltechnisch einfach. Es kann schon stark eskalieren, je nachdem, wie viele Missionen man hat. Das finde ich auch sehr cool, dass man die Schwierigkeit selber skalieren kann mit den Missionen, wie viele Missionen man mit reinnimmt. Also die haben sich da viele gute Gedanken gemacht, dieses Spiel, diese Idee von der Franchise Star Wars in dieses Pandemic-Grundgerüst reinzupacken. Ich verstehe, warum sie es nicht direkt ein Pandemic-Spiel nehmen, sondern so von Pandemic-Anleihen geprägten Spiel. Das kann ich gut verstehen. Schön finde ich auch noch die Spielzeit. Ja? Also das Ding, wenn ihr die Regeln könnt oder so, spielt ihr in einer Stunde locker runter in der Regel. Ja? Vielleicht mal 75 Minuten, aber ihr werdet auch Partien haben in 45 bis 50 Minuten, die ihr auch gewinnt und nicht verliert. Ne? Verlieren kann man bei Pandemic in der Regel schon. Und das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt. Ich finde es tendenziell ein bisschen einfacher, aber wie gesagt, das könnt ihr ja skalieren über die Mission. Also hat mir gefallen. Es wäre noch mehr Star Wars möglich gewesen an der einen oder anderen Stelle, als so ein kleiner süßer Flavortext. Das finde ich ein bisschen schade. Also die Bösewichte spielen sie unterschiedlich, aber ob sie jetzt wirklich den Bösewicht wiedergeben, dessen Charakter wir vor allem halt aus der Clone Wars Serie kennen, da bin ich mir bei manchen nicht so sicher. Also nicht charakteristisch. Ja, auch eine andere bekannte Franchise, E.T. Von Funko Games, habe ich euch hier auf dem Kanal vorgestellt. Schaut unbedingt in das Video rein, wenn ihr E.T.-Fans seid. Denn dann ist dieses Spiel ein Must-Have für euch. Und das Schöne ist, es soll auch auf Deutsch kommen, obwohl ich auch hier sage, das Englische ist eher das Problem der Verfügbarkeit. Die Sprache ist wirklich übersichtlich. Ihr habt da ein bisschen was auf den Karten, aber ich denke, das kriegt jeder hin. Heute gesagt, mit dem Translator Handy drauf, Kamera abfotografieren und die erkennen das ja teilweise automatisch mit bestimmten Apps. Also scheut euch deshalb nicht. Wenn ihr die Franchise mögt, wenn ihr E.T. mögt, dann schlagt unbedingt zu. Denn das Spiel schafft es, wie die anderen Funko Games Spiele, Back to the Future, sehr gut dieses Gefühl des Films einzufangen. Und mit einer Spielmechanik wieder mal Pick Up and Deliver, wie auch bei Back to the Future, wie auch bei Horrified, miteinander verknüpft. Aber halt Spielkonzept und auf der anderen Seite diese Geschichte ineinander zu verzahnen, das ist echt ein starkes Ding, was Funko Games da immer wieder schafft. Also ich habe bei denen echt das Gefühl, dass sie sagen, okay, wir wollen zu einer Franchise, oder sie kaufen sich das ein natürlich, ja, was machen, und dann überlegen sie, welche Spielmechanik. Und ja, sie machen es immer mit ihrem Pickup and Deliver, aber es ergibt Sinn in dem Spiel selber. Und das finde ich halt ganz schön. Auch liebevolles Material, diese Fahrräder, auch dass man die zusammenmachen kann, die E.T.-Miniatur, mega niedlich. Also ein tolles Spiel, hat natürlich das Problem, was viele Funko Games Spiele wie halt auch Back to the Future hat, der Wiederspielreiz. Wenn ihr es dann einmal geschafft habt, spielt das mal auf normalen, auf höheren Schwierigkeitsgrad, das ist nicht einfach, das zu schaffen, dann packt man das erstmal weg und dann ist gut. Aber das ist bei Back to the Future bei mir ähnlich. Das hole ich ein, zwei Mal im Jahr raus mit bestimmten Gruppen, vielleicht Leute, die es nicht kennen. Und das macht immer wieder Spaß. Und das funktioniert für mich immer wieder. Aber es ist kein Spiel, was ihr jetzt Abende hintereinander dauerhaft spielt. Da ist ein Horrified, wenn man jetzt bei Funko Games bleiben will. Das habe ich jetzt am Mittwoch hochgeladen. Anders, weil Horrified
ist halt so, dass ihr durch diese Monster diese Modularität habt und dadurch auch den Widerspielreiz. Das habt ihr hier nicht. Das ist vielleicht das größte Manko, was man wissen muss, wenn man sich E.T. holen will. So, dann das aktuelle Lieblingsspiel meines Sohnes. Das sind Vierjährige, aber auch schnell sehr begeisterungsfähig. Ein unmöglicher Titel, wie ich finde. Könnt ihr mal sagen, was ihr dazu haltet. Also keine Gnade für die Monster, finde ich für ein Kinderspiel irgendwie ein unpassender Titel. Das Spiel selber ist aber total cool. Ihr macht die Box hier auf. Zack. Zack, zack. Und dann baut ihr euch hier das Haus auch auf. Habt dann hinten auch die Wände und dann stellt ihr hier drüben auf die Wiese, stellt ihr dann die Monster, 10 Stück. Und so geht das dann durch und ihr müsst die abwerfen. Ihr habt Socken, schießt ihr so ein bisschen, man ist außer Haus und die Monster machen sich im Haus breit und man muss die mit Socken abwerfen. Und auch ein tolles Geschicklichkeitsspiel. Also Spaßfaktor, aber halt auch so ein, ja, Werfen, Koordination. Mein Sohn ist jetzt, ich bin ja selber Handballer, da achte ich natürlich schon sehr drauf, dass wir viel mit Bällen spielen und auch viel werfen. Also meine Tochter, Wahnsinn, mit ja, bei 2 Jahren, was die schon wirft mit links, also scheinbar auch eine Linkshänderin. Aber bei meinem Sohn auch, wie gut die werfen, auf 50, 60 Zentimeter Distanz hauen die recht sicher die Monster dort weg. Und dann kann man halt ein bisschen weiter weggehen und ja, meine Tochter spielt halt auch schon mit, bei der klappt das noch nicht immer ganz so gut, also einen harten Wurf hat sie, aber das Ziel ist noch so eine Sache. Ja, aber ein schönes Kinderspiel, wenn ihr was sucht im Bereich Geschicklichkeit, ähnlich wie letztes Jahr Roll Camera. Roll Camera ist auch ein schönes Spiel. Speedy Roll in Friends, genau. Wo man ja auch diesen Geschicklichkeitsaspekt mit dem Ball mit drin hatte. Geht in eine ähnliche Richtung. Werde hoffentlich bald mal ein Video zu machen. Ich habe noch nicht geguckt. Ich wollte jetzt immer mal gucken, dass ich Videos auch vor allem zu spielen mache, die natürlich verfügbar sind. Und Spy Guy auf dem Discord-Server haben sich das viele gewünscht. Ist aktuell nicht so gut verfügbar. Ich habe jetzt den Verlag mal angeschrieben. Und wenn das verfügbar wird, dann würde ich auch das Video dazu allein machen, weil ihr sagt, bringt ja nichts, wenn ich euch den Mund sabberig mache. Oder sabberig, sagt man das? Nein, das sagt man nicht. Ja, also wenn ihr Appetit auf das Spiel bekommt und das haben wollt, aber es einfach nicht bekommen könnt. Ja, und das ist gute Überleitung. Auch so ein bisschen bei Rankstar der Fall gewesen, weil das Spiel, das hatte ich im Video auch gesagt, von diesem kleinen Verlag, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es auf Deutsch zu bekommen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Rankstar-Spiel eingebt von La Mam Games, dann kommt ihr auf die Website, wo kann man Kontakt aufnehmen. Schreibt die doch einfach mal an. Sie haben, also weil ich das gelesen habe, wurde es in den USA und in Europa hergestellt. Vielleicht kriegt man es recht günstig. Für mich eine riesen Überraschung. 15 Euro hat es, was ja fast das gleiche ist aktuell, auf der Messe gekostet. Ein einfaches Konzept. Ihr habt 3 Personen, wie hier auf der Box, C3PO, dein Vater und Gandalf. Und dann hat man immer eine Frage dazu, die als erstes der Kapitän für sich, oder der Judge, der Richter, für sich alleine liest. Nämlich zum Beispiel hier, wer würde die beste Party schmeißen? Dann muss man selber die ranken von 1 bis 3. Also 1, der würde die beste Party schmeißen, 3, der von den 3 Ausgewählten am wenigsten gut. Und dann macht man das verdeckt und dann ist die Gruppe dran. Man kann es auch zu zweit spielen, aber es ist natürlich desto lustiger, desto mehr Leute mitspielen. Und die beraten dann, okay, wie wird der das eingeschätzt haben? Schönes Partygame. Ich war jetzt im Urlaub gewesen in Kalabrien, auch mit meinen Schwiegereltern und wir haben das abends sehr häufig gespielt, eigentlich jeden Abend, wenn wir gespielt haben, manchmal auch einfach K.O. mit den Kindern, haben wir das gespielt und es hat immer wieder gefallen und ich habe es mit verschiedenen anderen Gruppen auch gespielt, ich habe es bei diesem Meeting-Tag auf der Spielemesse bei dem Meet and Play, so hieß es, gespielt, auch wenn ich da doch am Ende mehr Gespräche geführt habe als gespielt, aber kommt, glaube ich, in jeder Gruppe gut an. Schönes Partyspiel. Ist auch auf Deutsch gleich mit dabei. Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, glaube ich. Ist von Sprachen mit dabei. So, sprachneutral ist Oneironauts. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Ein Spiel im Sinne von Muse Renaissance, Belrati Mysterium. Schönes Artwork, coole Metallbox. Im Grunde genommen ist es ein Spiel, was vor allem geprägt ist durch eine sehr eingeschränkte Kommunikation. Also das müsst ihr wissen, wenn ihr ein Spiel sucht, wo ein Alpha-Spieler dann, vor allem ein Alpha-Spieler, keine Chance hat, weil es eine eingeschränkte Kommunikation gibt, dann ist das ein gutes Spiel für euch. Ja, mir hat es auch gefallen, als Spiel an sich funktioniert es, macht auch Spaß. Ne? Also zieht dazu. Wie bei Berati, was heißt Berati? Also der Berati-Effekt ist dann, dass immer eine falsche Karte dazukommt. Man hat halt ein Thema, wie
Essen, keine Ahnung. Und dann hat man halt Karten auf der Hand, muss dann eine davon auswählen, verdeckt, das macht jeder Spieler und es gibt immer eine Karte mehr, die dann zufällig, also der Berati-Effekt dazukommt, die werden gemischt und man muss halt dann als Team, aber ohne zu reden, jeder muss sich dann entscheiden, welche Karte falsch ist. Meine, seine eine kennt man ja, aber die anderen halt nicht. Desto mehr Leute mitspielen, desto schwieriger. Aber man kriegt auch Punkte. Skalieren mit den Punkten, weiß ich nicht, finde ich nicht so ganz optimal. In einer großen Gruppe kommt man da relativ schnell durch das Spiel durch. Es macht aber trotzdem Spaß. Ich muss aber im Grunde genommen sagen, wenn ich es vergleiche mit einem Muse Renaissance, was für mich ein super Zwei-Personen-Deduktionsspiel ist, also totale Empfehlung von mir, einen Berati und ein Mysterium und ein Mysterium Parks, nehme ich mal so ein bisschen außen vor, und noch einem Disc-Cover, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, dann ist es für mich dann doch eher hinten angestellt. Was das Spiel selber nicht schlecht macht, aber wenn man die anderen Sachen hat, aufgrund der eingeschränkten Kommunikation, wenn man nicht gerade diesen Gedanken des Alpha-Spielers im Hinterkopf hat, muss ich tatsächlich ehrlich sagen, dass ich eher dazu tendieren würde, die anderen mir zu holen, als diese Onerinauts. So, macht das Spiel nicht schlecht, wenn ihr Deduktionsspiele mögt und auch gerne eine große Varianz haben wollt, dann schlagt zu. Wenn ihr aber sagt, ein, zwei reichen mir in der Sammlung, dann würde ich eher zu den anderen tendieren. Meine Meinung. So, und dann habe ich endlich mal, hier liegt's. Dank, dank Micha von den Heidelbeeren, Similo Harry Potter, haben wir im Urlaub gespielt. Ich habe diese Mino-Sachen vorher, ich habe das Geschichtsding mal gespielt gehabt. Beim Harry Potter fällt natürlich eine Sache noch mehr auf. Ein geiles Ding natürlich für Harry Potter-Fans. Ich spiele gleich, bald mit einer Kollegin mal an einem Abend, die ist ein großer, ganz großer Harry Potter-Fan. Ich glaube, die wird darauf total abfahren und wird sich da drüber freuen. Also das werde ich mit ihr dann mal angehen, das noch ein bisschen intensiver zu spielen, denn man muss die Leute schon ein bisschen kennen. Wir haben mit meinen Schwiegereltern gespielt, die kannten jetzt die Filme. Und es ist natürlich in einer gewissen Weise die unüblichen Verdächtigen, was eines meiner Lieblingspartyspiele ist, vor allem darum, weil es so schön darum geht, Klischees aufzudecken und auch in der Schule gut ankommt, nimmt dieses Konzept natürlich ein bisschen. Aber was hier natürlich fehlt, ist dieses Fragenstellen, was ich eigentlich, diese Fragen, was ich bei die unüblichen Verdächtigen halt auch gerade so ein witziges Ding finde, das ist vielleicht so ein Mix aus Rangstar und die unüblichen Verdächtigen. Rangstar und Simeo, der Mix daraus sind die unüblichen Verdächtigen. Aber das gibt's ja leider nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es, also zumindest habe ich letztens geguckt, das ist nicht mehr verfügbar. Ich hoffe, dass das irgendwie nochmal neu aufgelegt wird, weil ich das ein tolles Partyspiel finde, wenn man auch so ein bisschen kritisch sich selbst hinterfragt, warum kommt man jetzt zu diesem Schluss. Ich habe auch schon mal ein Video zu gemacht. Diese Milo-Reihe finde ich natürlich cool. Dieses Jahr ist ja neu rausgekommen, Fantastische Tierwesen. Also wer diese Franchise mag und sich da gut auskennt, macht damit nichts falsch. Ne? Man muss halt gemeinsam rauskriegen, wer der Täter ist. Eingeschränkte Kommunikation in der Hinsicht, dass derjenige, der halt weiß, was ist, wie bei vielen dieser Spiele halt nicht sagen darf. Die anderen dürfen aber schön diskutieren und das macht hier Spaß. Aber ich würde es tendenziell eher empfehlen für Harry Potter Fans. So, das waren jetzt alles die Sachen, die neu waren. Jetzt habe ich vier Spiele, alte etablierte Spiele noch gespielt. Vor allem welche, die ich im Urlaub gespielt habe. Eins davon habe ich nicht im Urlaub gespielt, nämlich Robin Hood. Da geht es jetzt am Donnerstag weiter, oder wenn dieses Video erschienen ist, am Donnerstag zuvor. Hoffentlich haben wir das weitergespielt. Bisher, wir haben jetzt drei Missionen gespielt, gefällt es nach wie vor, hat coole Ideen, diese Entwicklung des Spielbrettes, wie gesagt, will jetzt nicht so spoilern, aber ja, also ich hatte ja erst so ein bisschen gedacht, das geht wirklich in diese andere Richtung, das geht es tatsächlich überhaupt nicht, auch wenn es der gleiche Entwickler ist, aber es hat auch so ein Wohlfühlfaktor, Familienspielfaktor, macht Spaß, in diese Geschichte voranzuschreiten. Tolle Ideen, die dort mit eingebaut wurden. Und wir freuen uns drauf und haben richtig Lust, weiterzuspielen. Das ist immer das Beste, was so ein Kampagnenspiel haben kann. Ich werde dazu, wenn ich am Ende durch bin, nochmal ausführlicher was sagen. So, und dann habe ich mal, ich habe ja vorhin gesagt, so Spiele, die bei mir dann doch häufiger mal wieder auf den Tisch kommen. Und eines davon ist Winziges Verlies. Ja, der Schwerkraftverlag, ich habe dort auch so meine Erfahrung gemacht, auf der Spiel in Essen gehört, mit seinem Chef nicht zu meinen sympathischsten Erfahrungen, die ich in der Brettspielwelt gemacht habe, aber in Summe machen sie oder haben sie ein tolles Portfolio an Spielen und Winziges Verlies gehört für mich auch mit dazu, vor allem mit dieser kleinen Box. Ich habe auch gestaunt, bei BoardGameGeek mit 7,0 kann ich auch nicht nachvollziehen. Das Spiel macht immer wieder Spaß für das, was es ist. Eine super Urlaubsbox, in Urlaub mitgenommen, gespielt gegen 4, ich glaube 6 Monster sind drin.
Also Endgegner-Bosse sind drin. Schön an dem Spiel ist halt diese Progression, ja. Wenn ihr dann gewinnt, also ist an sich ein Würfel-Einsatzspiel, ihr würfelt und müsst da die passenden Zahlen dort haben, mit dem Farben-Attributen zupassend und könnt dann halt Karten freischalten. Ihr könnt die entweder als Tränke verwenden, wenn sie einen Trank anbieten. Ihr könnt sie als Gegenstand anlegen, ihr könnt sie als Skill anlegen, ja. Also ihr habt, oder als Erfahrungspunkt, um aufzuleveln, ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Auch ein tolles Zwei-Personen-Spiel. Zu dritt und zu viert habe ich es noch nicht gespielt, obwohl ich noch eine Grundbox hier habe. Es gibt ja auch diese Standalone-Erweiterung. Ich glaube, die ist Standalone, oder? Schatten, heißt das Schattenwald im Deutschen? Aber dann die kommt man ja so gut wie gar nicht mehr ran. Zumindest auf dem Brauchmarkt habe ich nicht viel gesehen. Ich glaube, bei Schwerkraftverlag gibt es das. Da kommt jetzt übrigens bald auch Schlafende Götter. Vielleicht bestelle ich es mir dann einfach mal mit, damit ich das der Vollständigkeit auch halber. Also ein schöner, kleiner Taschen-Dungeon-Crawler für Fans von Würfelspielen. Ja, dann haben wir Bandida gespielt und haben festgestellt, man braucht immer doch ein bisschen mehr Platz. Wir hatten im Urlaub einen sehr kleinen Tisch. Ein Spiel, wo es darum geht, entweder den Ausbruch zu verhindern, ich glaube, das ist eigentlich die Kernidee, oder ihr zu helfen, oder halt mit Bandido, das ist der Vorgänger, der geistige Vorgänger der beiden Spieler, den ich noch nicht gespielt habe. Ich will aber beide zeitnah auch mal rezensieren. Hab, nämlich Bandida habe ich mir selber mal gekauft, Bandido habe ich dann mal als Rätsel-Exemplar bekommen von Hutter Trade und ja, dann will ich mal ein Video zu den beiden machen. Ein schönes Legespiel, braucht aber für die kleine Box wirklich viel Platz auf dem Tisch. Man legt halt Plättchen, nicht Plättchen, Karten an, um halt im Idealfall, wenn man jetzt dieses Modul spielt, dass man es verhindern will, alle Fluchttunnel zu schließen. Wenn man das nicht schafft, dann entkommt man wieder. Wirklich schwer. Also ich habe das bisher sehr selten gewonnen. Ich glaube, eine der niedrigsten Siegquoten. Ja, und der letzte Titel, den wir auch im Urlaub gespielt haben und der bei meinen Schwiegereltern auch sehr gut ankam, war nochmal Spukstaben. Habe ich letzten Monat, glaube ich, auch drinnen mit gehabt vom NSV. Und ja, ich hatte irgendwann, es gab mal so eine, vielleicht kennt ihr das auch, das war so eine Werbung, die war bei der Spieloffensive mal mit dabei, bei irgendeinem Paket. Und da habe ich gesagt, kenne ich gar nicht. Und habe ich dem Lukas, dem Pressechef da vom NSV angeschrieben und habe gesagt, was ist denn das für ein Ding, schickst mir das mal mit. Und dann hat er mir das mal als Rätsel-Exemplar geschickt. Und ich möchte es tatsächlich nicht mehr missen. Ein schönes Sprachspiel für vier Personen. Es geht darum, man hat diese Buchstaben auslegen und man muss sie halt erschrecken, indem man halt Wörter bildet, wo diese Buchstaben vorkommen. Klingt grundsätzlich ganz einfach, aber es ist schon recht schwer. Ich habe es noch nicht geschafft, die volle Punktzahl zu holen. Also 14 von 15 Punkten haben wir ja schon öfter mal geschafft, aber 15 Punkte, irgendeiner ist immer entkommen. Und dann kann man es ja noch schwerer machen, indem man ein paar Steine rausmacht. Ja, ein schönes Sprachspiel mit Echtzeitfaktor, man hat immer eine Minute Zeit. Mit einer flexibleren Regelauslegung, also mit meinen Schwiegereltern waren wir da ein bisschen flexibler, auch dabei, was für Namen erlaubt sind. Also das kann man sich schön einfacher und schwerer machen, je nachdem, wie man es haben will. Ja, das waren meine Spiele. Also ein Großteil ist von allen Sachen angekommen. Es waren natürlich die Spiele, da waren auch noch viele Sachen. Also guckt dort gerne rein, wenn ihr das euch noch nicht angeschaut habt. Meine Videos zur Spiel, vor allem das Video zu den Kickstarter-Projekten, ist, glaube ich, ganz spannend für viele von euch. Denn da sind ein paar schöne deutsche Projekte, die im nächsten Jahr kommen werden. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf und freue mich drauf. Der Akku sagt gerade, er geht gleich aus. In dem Sinne kommen wir zum Schluss. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gespielt habt, was eure Erfahrungen mit den Titeln sind, die ich dort hatte oder was ihr in Zukunft gerne sehen und hören wollt bei mir auf dem Kanal. Schaut auch bei Discord vorbei, dort könnt ihr mit abstimmen. Wird es bald wieder eine neue Abstimmung geben. Ja, in dem Sinne, ich glaube, alles gesagt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.